ist Holger Fuchs, steht hier vorne, auch Coach. Mehr zu dem, was du machst, sagst du gleich. Wir haben jetzt gesagt, wir bringen das Ganze jetzt auf die Ebene von Teams, von Gruppen, die zusammenarbeiten müssen. Im meisten Teil des Lebens ist es ja so, dass wir nicht alleine dastehen, sondern mit anderen zusammenarbeiten. Und da die Frage, wie kommunizieren wir hier gut miteinander, Also ihr seht, Kleingeld macht Lärm, ja? Bitte Scheine einschmeißen. Das ist die einfache Lösung. wie machen wir das Ganze in Gruppen sozusagen? Effizient hört sich jetzt gleich wieder so BWLerisch getrieben an, aber wie arbeiten wir in Gruppen gut zusammen? Wie gestalten wir Prozesse? Coaching auf Gruppenebene. Holger Fuchs, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank, Dominik. Dann danke auch für die Einleitung, Dominik. Ich würde ein bisschen differenzieren, weil mein Arbeitsfeld wird jetzt nicht Coaching genannt primär, sondern Facilitation heißt das. Aha, tolles englisches Wort. Heißt erleichtern. Das heißt, was mein Job ist, ist Gruppen, Teams, Organisationen, auch Einzelpersonen, den nächsten Schritt im Sinne von Standbein, Spielbein, der nächste Schritt, der ansteht. Wie kann ich den leichter machen? Wie können wir als Team leichter in die nächste Phase unserer Entwicklung hineinkommen? Das ist die Idee der Facilitation. Und ich bin gebürtiger Rheinländer. Also nicht. Soll man wieder rausschmeißen? Ja, tschüss. Nee. Weil ich bin gebürtiger Rheinländer und finde hier im Heimathafen, der mich jetzt vor anderthalb Jahren kennengelernt, so eine ähnliche Atmosphäre wieder, wie ich sie auch quasi von meiner Heimat kenne. Ich habe ein paar Jahre in Wiesbaden gelebt. Und fand das für mich immer ein bisschen befremdlich, dass man, wenn ich jetzt in die Kneipe gehe, muss ich mich an einen Tisch alleine setzen. Wenn ich mich dazu setze, gucken mich Leute komisch an. Das ist im Rheinland normalerweise nicht so. Du gehst in die Kneipe, ist ein Platz frei, setz dich dazu, hallo, darf ich mich dazu setzen? Ja klar, da bist du. Das ist eine andere Mentalität. Und die erlebe ich hier im Heimathafen auch, von der Stimmung her. Alles nur Fassade. Das glaube ich dir nicht. Und was mich auch sehr begeistert, ist so die Atmosphäre jetzt heute speziell hier im Donnerstalk. Ich habe noch nie einen Talk mitgemacht in der Form. Das ist mein erster Talk. Tata, Premiere. Und das gleich in so einer guten Atmosphäre wie hier, so ein schönes Umfeld zu machen, finde ich super. Also danke dafür, Dominik, dass das möglich ist. Super. Danke an euch. Ich habe den Heimathafen auch vor anderthalb Jahren das erste Mal besucht. Da war noch alles Baustelle. Und was jetzt daraus geworden ist und dass hier so viele Leute sind an dem Abend, also wirklich. Super, ich drücke euch die Daumen, dass das weitergeht. Support habt ihr, glaube ich, viel hier. Okay, um einzusteigen in das Thema Gruppen, Arbeit mit Gruppen, würde ich gern hiermit anfangen. Die Katja, die hat das so nett angefangen zu sagen, dass wir ja die Informationen aus dem Umfeld so aufnehmen. Und was macht das Hirn damit? Nach der Idee der World Work gibt es drei wesentliche Ebenen, auf denen unsere Wahrnehmung funktioniert. Die eine wird da genannt Konsensusrealität. Wir sind uns alle einig, wenn ich Dominik angucke, dass er eine Brille aufhat. Wenn er sich hinstellt neben mich, dann ist er ein kleines bisschen kleiner als ich. Ein kleines bisschen. Wenn wir ihn anders dazu holen, ihn zum Beispiel, dann ist er ein kleines bisschen größer als wir beide. Und wir sind alles drei Männer. So, also das sind Dinge, da sind wir uns alle einig. Wir haben so quasi Konsensus darüber, dass bestimmte Dinge sind, wie sie sind. Und mit Vorliebe, gerade bei uns im Kulturraum, über die Dinge, die wir messen, prüfen, konkret wahrnehmen können. Das ist das, wo wir sagen, jawohl, das ist so. Alles andere nicht. Also was so objektiv ist oder objektivierbar ist, das ist da. Wenn wir nach Australien gehen, in den Busch, zu den Aborigines, dann leben die völlig anders. Die leben in, wie sie es nennen, eine Dreamtime. Also diese, wo wir sagen würden, dieses emergierende Gefühl, wo geht das Leben als nächstes hin? So ein Traumstadium mehr oder weniger. Das ist für die normal. Wo wir sagen, ja, wenn ich mal einen Traum habe, dann habe ich den nachts. Die träumen den ganzen Tag. Also das, die Welt träumt sich ins, the world dreams into being. Also die Welt träumt sich in die Existenz hinein. Das ist deren Auffassung. Und das ist eine Ebene, die für Gruppen extrem wichtig ist. Die ist spürbar. Das heißt, wenn ich reinkomme in einen Raum mit einem Team, dann hat jeder von euch auch dieses Bauchgefühl, was da für eine Atmosphäre ist. Also komme ich da rein und kriege gleich so einen Kloß im Hals, okay, da ist irgendwie was im Busch. Komme ich da rein und hey, atme auf, merke, hey, ich fühle mich wohl, das ist auch interessant. Also irgendwie scheint die Atmosphäre, die Grundmentalität der Gruppe scheint gut zu funktionieren.
für Trainer, also für mich jetzt auch, wenn ich als Facilitator unterwegs bin, ist diese Wahrnehmung extrem wichtig. Weil ich möchte nicht mit Kopfschmerzen nach Hause gehen, die gar nicht meine eigenen sind. Sondern wenn ich schon Kopfschmerzen kriege, wenn ich im Meeting sitze, möchte ich wenigstens sagen, die Kopfschmerzen gehören dem Meeting und nicht mir. Und würde die gerne da lassen und das heißt für mich so durchprozessieren, dass ich verstehe, warum tut den Leuten vielleicht der Kopf so weh. Und das ist eine Idee aus der World Work, wenn ich Körpersymptome bekomme, sind sie Ausdruck von diesen emergierenden oder Dreamland-Prozessen und gehören eigentlich in die Gruppe rein. Ich bin nur der Symptomträger in dem Moment, weil ich vielleicht offen bin dafür oder nicht so eingebunden bin dafür und quasi das Pech habe, dass sich der Prozess der Gruppe in mir auch noch hochträumt. Und für mich ich bin dann Werkzeug. Wenn ich das interpretieren kann, kann ich sehr viel beitragen zum Gruppenflow. Wenn wir noch eine Ebene tiefer runtergehen, zum Beispiel ins asiatische Feld, da gibt es das Tao, der sogenannte Fluss des Lebens. Und auch bei den Indianern und vielen indigenen Völkern gibt es sowas wie die Spirit-Ebene oder das große Geheimnis oder so ein göttliches Prinzip, was alles wiederum anfängt in die Realität zu bringen. Und für unsere Arbeit ist dieser Level hier absolut tragend und entscheidend. Das heißt, in der World Work, in der Facilitation probieren wir einen Zugang zu kriegen zu dem, was ist die Essenz von dieser Gruppe. Momentan sind wir eine Ad-Hoc-Gruppe, ja, also wir kennen uns nicht, wir haben keinen konkreten gemeinsamen Anlass, den wir irgendwie vorher schon kennen würden, außer dem Donnerstag, der bringt uns zusammen. In der Konstellation kommen wir so schnell auch nicht wieder zusammen wahrscheinlich, vielleicht nie, wissen wir nicht. Aber es gibt irgendwas Verbindendes und dieses irgendwas Verbindende, was unter allem drunter liegt, so eine Essenz. Wenn man die anfangen kann zu verstehen, dann kann man der Gruppe und dem Team, der Organisation sehr, sehr gut helfen, quasi die Richtung zu finden oder beizubehalten. Zu sagen, eure Essenz ist euer Norden, das ist die Richtung. Und für mich ist das Heimathafen im Wort schon sehr schön drin. Das ist ein Hafen, da komme ich an, wenn ich auf See war, oh, wilde Zeiten gehabt, oh, kann ich mich hier hinsetzen, Kaffee trinken, krieg einen Kuchen, krieg Omas Suppe, fühle mich wohl. Krieg ein bisschen Heimat. Gerade als Freelancer, wenn ich kein Büro habe, wo soll ich hingehen, Coworkspace? Sag ich, hey, da ist eure Essenz, ist im Namen schon drin. Und für heute Abend, da scheint so eine... So ein Zufall, ne? Ja, gut gearbeitet, dann gut ausgebildet. Hey, Applaus für Dominik. Das war der Ball. Hey, das ist wirklich gut. Das Markenrecht fand ich übrigens nicht so witzig, aber egal. Ja, es gibt auch andere Heimathäfen, in Köln zum Beispiel. In Neukölln gibt es auch einen, habe ich gesehen. Für die Gruppe heißt das, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Macht nichts, ich war bei der Essenz. Ne? Ist aus unserer Sicht deswegen wichtig, weil es den Norden zeigt. Und wenn ich die Richtung finde und halten kann, dann egal, was dann kommt. Also es gibt ja keinen Gruppenprozess, der geradlinig läuft. Ist ja so eine Management-Idee. Ne? Heute sind wir hier, nächstes Jahr sind wir da. Ja. Der Weg dahin geht durch viele Schmerzen, durch viele Tränen, durch viele Probleme, durch viele Konflikte und endet dann, wenn die Linie beibehalten wurde, weil die Essenz bekannt ist, tatsächlich da hinten. Aber eben nicht Luftlinie. Sondern sobald ich die Luftlinie verlasse, PRP des Spielbein, Standbein, durch die Welt marschiere, steht was im Weg, sitzt da einer rum, komme ich hier nicht durch, ist ganz normal. Wird aber gerne beim Management übersehen, die sagen, Herr Fuchs, das soll dann so sein in 2 Jahren. Sag ich, ja, und was ist Ihre Vorstellung? Ja, machen Sie mal. Dankeschön. Das heißt, die Menschen müssen durch einen sehr tiefen Prozess normalerweise durchgehen, um diesen Weg mitgehen zu können. Und da brauchen wir ein gewisses Konzept dafür, wie kann denn eine Gruppe von Menschen gemeinsam einen Weg finden, obwohl sie vielleicht gar nicht derselben Auffassung ist, wo es hingehen soll. Okay, ist das soweit nachvollziehbar, was damit gemeint ist? Und die Idee ist auch, dass jedes von diesen Bereichen hat verschiedene Wahrnehmungsstile. Hier ist es, wie gesagt, objektivierbar, ich kann es messen, genau beschreiben. Hier ist es subjektiv, ich nehme das wahr, habe ein Bauchgefühl, fühle mich komisch, fühle mich gut, habe Kopfschmerzen. Und Essenz, das wird genannt Quantenflirts. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal durch die Stadt geht, auf einmal sagt, ah, das wäre doch eine gute Idee, und dann trefft ihr einen Freund, hey Holger, wie geht's dir? Idee ist wieder weg. Ich dachte, da war gerade was. Ich hatte gerade eine echt geile Idee. Wo ist sie jetzt hin? Keine Ahnung. Das ist ein Quantenflirt. Da sagt quasi die Essenz, hey Holger, ich habe den nächsten Job für dich, hör mal. Der Holger hört aber nicht, weil er einen Dominik trifft. Ja, schade. Halbes Jahr später kommt der nächste Punkt, wo ich vielleicht wieder so eine Idee habe. Hey, sowas habe ich doch schon mal gedacht. Ich dachte, müsste man eigentlich mal machen. Kommt der nächste Freund um die Ecke. Ah, okay, wieder vergessen. Ein Jahr später und so weiter, bis dann irgendwann der Holger so spürbar kriegt, ich muss jetzt was anderes machen.
Und wenn wir lernen, also für uns als Facilitator sehr, sehr wichtig, die Quantenflirts, wenn ich irgendwo reinkomme, was ist so, was flirtet mich an, was springt mich so latent an? Was kommt mir im Kopf in den Sinn? Solche Dinge als Signal zu nehmen und nicht zu sagen, komm, vergiss, ist deine Einbildung, sondern als Signal zu sehen und zu prüfen, könnte dieses Signal hier, das mein Interesse anzieht, eine Info sein aus der Ebene. Er sagt, hier ist echt ein helles Licht, Heimathafen ist ein Leuchtturm. Das hat mich gerade angeflirtet, die Birne da ohne alles. Ich kenne dich vom Leuchtturm. Ist vielleicht ein Leuchtturm. Pass mal auf, in 3 Jahren, wenn das Ding so weitergeht, Vorbildprojekt für andere. Kann sein. Possible. Das ist das Prinzip der Quantenflirts. Ich will mal nix und gucke einfach, was interessiert mich. Die Birne interessiert mich. Warum interessiert mich die Birne? Was hat die Birne mit der Situation zu tun? Nachvollziehbar? Und wenn ihr das in Meetings macht, sehr spaßig. Sehr geil. Also, wenn ihr diese Dinge einfach ernster nehmt in Meetings, super, da könnt ihr euch selber viel Gutes tun und der Gruppe normalerweise auch. Okay, das ist so ein bisschen meine gedachte inhaltliche Roadmap für die nächste Viertelstunde. Ob das klappt inhaltlich alles, weiß ich nicht genau. Dominik, wo ist mein Timekeeper? Es ist da rausgerannt. Also ich bin jetzt hier zeitlos, ist okay, mache ich. Ich würde jetzt damit anfangen, dass ich einfach von oben nach unten diese Themen durcharbeite. Wenn ihr das Gefühl habt, das oder das interessiert mich noch, aber die Zeit wird knapp, dann sagt ihr mir das bitte. Sag, Holger, du hast nur noch 5 Minuten, ich will noch was hören oder über Rotation, was du damit meinst. Okay, können wir das so machen? Dann brauche ich nicht selber Timekeeper die ganze Zeit zu spielen, das ist so ungünstig. Okay. Deep Democracy, eigentlich heißt das Deep Democracy. In einem Workshop habe ich es aus Versehen so geschrieben, Democracy, und dachte, ja, stimmt eigentlich. Weil der Ansatz dahinter ist, dass wir sagen, es ist im Grunde ist alles gleichwertig oder gleich viel wert in so einer Gruppe. Einerseits diese 3 Ebenen, also was wir messen können, was wir spüren können, was so flirty im Raum steht, ist gleichwertig. Ist nicht so, dass nur was ich messen kann existiert. Oder nur wenn ich einen meditativen Zustand habe mit einem spirituellen Zugang und Kontakt, das richtig ist. Nein. Auch wenn ich mal über die Gefühle rede, ist das Wichtigste überhaupt, nur über Gefühle zu reden. Ja, ist es auch. Aber alle 3 sind gleich wichtig. Das ist die Idee der Deep Democracy. Das heißt auch, dass jeder Teil von dem Heimathafen gleich wichtig ist. Das heißt, das Haus, diese halbe Baustelle, die noch hier so sichtbar ist, die schönen Kuchen, die Leute, die alle hier sind, der Holger, der gerade vorne steht und was erzählt, sind alle gleichwertig auf dieser unten drunter liegenden Ebene, auf der Essenzebene. Ist alles gleichwertig. Ist für unser normales Bewusstsein sehr schwer zu akzeptieren, weil wir normalerweise sagen, ja, der CEO ist doch der wichtigste Mann im Haus. Sag mal, ja, mag sein. Auf der Konsensebene, im Sinne der Hierarchie, ist das so. Aber für den Prozess, who knows? Vielleicht ist der Auszubildende derjenige, der am wenigsten Betriebsblindheit hat und sagt, Leute, ihr seid alle so bescheuert und eingefahren. Könnt ihr nicht einfach mal gucken, dass man da ganz einfach das ganze System verändern kann? Also er ist vielleicht der, der den Prozess dreht. Wenn ich aber die Haltung habe, Auszubildende müssen erstmal 5 Jahre lernen, bevor sie den Mund aufmachen dürfen, komme ich da nicht dran. Und da ist die Idee zu sagen, für uns als Facilitator, wenn wir in Gruppen arbeiten, ist Deep Democracy die Grundhaltung, so anzunehmen, dass jeder Mensch im Raum, jeder Beitrag, jeder Teil für den Prozess gleich bedeutend ist. Erst einmal. Es gibt dann Phänomene, dass immer derselbe Typ mit immer derselben Aussage auch im 5. Workshop immer zum selben Moment aufsteht und sagt, Herr Fuchs, ich muss jetzt mal was sagen. Dann würden wir sagen, dann ist das vielleicht ein eingefahrenes Muster und hat nicht mehr so viel mit dem Prozess zu tun, sondern mehr mit der Person. Interessant wäre dann, wie kann es sein, dass die Gruppe sowas toleriert? Das ist wieder ein interessanter Teil des Prozesses, den wir dann begleiten können. Könnt ihr dem folgen soweit? Also die Idee zu kriegen, es ist erstmal wirklich alles gleichwertig, gleich viel wertvoller Beitrag zu dem Prozess, der läuft. Okay? Okay. 3 Ebenen habe ich schon gesagt, eben Konsens, Emergenz und Essenz. Feld ist die Idee, dass jede Einheit, wie zum Beispiel Heimathafen eine Einheit ist, hat so eine Art von Organisationsprinzip. Das heißt, wenn ich hier reinkomme, werde ich auf eine gewisse Weise vom Heimathafen mit organisiert, könnte man sagen. Also meine Gefühle bilden sich anders heraus, wenn ich hier sitze, als wenn ich ins Maldana gehe. Da fühle ich mich ein bisschen anders. Das ist mit dem Feld gemeint. So eine Art von Atmosphäre, die aber eine gewisse Gestaltungskraft hat auf mich. Ich kann mich dem nicht entziehen. Ich kann nicht sagen, ich gehe in den Heimathafen und tue mal so, als sei ich in der Sushi-Bar. Das kann ich 10 Minuten lang machen,
Aber irgendwann ist der Heimathafen stärker als ich. Und dann komme ich doch hier an und nehme einen Kuchen und einen Kaffee dazu. Und das ist wichtig zu verstehen, wenn ihr in eine Firma reingeht, dass die ihr eigenes Feld hat und ein eigenes Organisationsprinzip und dass alle Leute, die in der Firma arbeiten, von dem Prinzip mitgestaltet werden, ob sie wollen oder nicht. Da kommt man nicht dran vorbei. Und dann sagt man, ja, das ist ein typischer IBMer zum Beispiel. Erkennt man schon am Gang. Andere Firmen sagen, ja, das ist einer von der Firma, das war der Herr Fuchs, genau. Aber Firma weiß ich nicht mehr so genau. Das ist ein anderes Organisationsprinzip. Ne? Da ist dann der Mensch wichtiger als die Firma, beim anderen ist die Firma wichtiger als der Mensch. Aber das organisiert die Leute darin, auch psychisch. Das ist wichtig zu verstehen, dieses Feldprinzip. Soweit nachvollziehbar? Okay. Rollen. Wir heißt die Leute, quasi die World Work Community, wir, ich, gehen davon aus, dass die Dinge, die im Raum geschehen, erstmal nicht persönlich so stark zu bewerten sind oder zu nehmen sind, sondern gehen wir auf unsere Konsensebene momentan. Konsens ist, Holger redet, der Rest hört. So ist das Setting gebaut. Ne? Das ist momentan kein Dialog, sondern ich rede. Da sagt auch keiner was dagegen, weil es einen Konsens gibt zu sagen, ja, wir sind ja hier, weil der Holger einen Talk macht. Und der Talk funktioniert so, 25 Minuten, wie viel Zeit habe ich noch? Noch 15. 15, ah, gut. Der Talk macht der Holger und dann ist nach den 25 Minuten noch Zeit für Fragen und so weiter. Konsens, richtig. Auf der Prozessebene könnte es sein, dass es einen Teil im Raum gibt, der sagt, oh wow, ist ja cool, amüsant, lustig, interessant. Und es könnte einen anderen Teil geben, der sagt, sag mal, wovon redet der? Ich weiß nicht, was das jetzt mit Gruppen zu tun hat und mit mir hat das schon gar nichts zu tun. Und dann gibt es noch einen anderen Teil, der sagt, ja, ich muss auf Toilette, habe vergessen, auf Klo zu gehen. Könnte ich doch nochmal in die Bar und solche Dinge gibt es auch noch im Raum. Also das ist der Prozess, der unter diesem Setting, Speaker und Listener, darunter liegt. Auf der Emergenzebene, dieser gruppenprozessdynamischen Ebene, die Rollen. Und es gibt dann... Darf ich ein bisschen über Rollen noch weiterreden? Ist das okay? Weil ich finde das absolut wichtig. Es gibt dieses Rollensetting in Unternehmen. Da hat man normalerweise Eigentümer, CEO, Führungskräfte, Mitarbeiter, ein paar Teamleiter dazwischen, mittleres Management, solche Dinge. Das sind festgeschriebene Rollen. Wenn die gut gemacht sind, dann hilft das immens, den Workflow aufrechtzuerhalten. Wenn ich weiß, was ich tue, für wen, in welcher Qualität und warum, super. Diese Gruppenprozessebene, also die Rollen, die unterhalb des Teppichs quasi liegen, die werden normalerweise nicht beachtet im Unternehmen. Das passiert höchstens im Kaffeegespräch, in der Mittagspause, wenn einer sagt, ey, weißt du, warst du, die da oben haben wieder eine Scheiße fabriziert, das kannst du aber nie hier niemandem sagen, halt deinen Mund. So, diese Kaffeegespräche, wer im Unternehmen gearbeitet hat, erkennt die. Das irgendwann, wenn man nicht mehr einverstanden ist mit dem, was die da oben machen, gehen wir in Kaffeegesprächen reden drüber. Da bilden sich quasi die unterschwelligen Rollen ab. Der eine, der dagegen ist, der nächste, der dafür ist, der Revoluzer und der Traditionelle und so weiter. Die liegen alle darunter. Und es gibt eben die Charakterrollen, von der ich eben gesprochen habe. Wenn immer derselbe Typ, immer zur selben Zeit aufsteht und dasselbe sagt, ist es wahrscheinlich eine Charakterrolle. Und wenn ich in einem Meeting diese drei Dinge lerne auseinanderzuhalten, dann wird das normalerweise hochinteressant für mich, das zu begleiten. Ist das soweit okay? Yes, weil auf der Prozessebene die Rollen, die kommen und die gehen auch wieder, wenn sie gehört werden. Da sind wir eben bei dem Thema von der Katja, wenn ich wirklich mal höre, was dieser Mensch sagen möchte, dann kann er das auch loslassen irgendwann. Da muss er nicht immer dagegen arbeiten. Okay, das Prinzip auf Rollenebene ist normalerweise, dass sie polar entstehen. Das heißt, wenn es einen gibt, der sagt, Mann, unsere Firma ist so geil, vielleicht sagen das sogar fast alle im Unternehmen, dann gibt es einen Gegenpol, der sagt, sag mal, du hast ja wohl den Schuss nicht gehört, siehst du nicht, was hier wirklich läuft? Das ist normal. Ja, das ist eine ganz natürliche Entwicklung, wenn das so ist. Wenn man ein Unternehmen hat oder eine Gruppe hat, wo alle sagen, jo, das sehen wir alle so, dann würden wir als Worldworker skeptisch werden und sagen, Moment, das klingt ein bisschen nach Dogma, Infiltration oder sonstigen Dingen, weil normalerweise das Leben sich in Polaritäten entwickelt. Und die Polaritäten kennen wir alle. Hell,
dunkel, warm, kalt, groß, klein, hart, weich. Also wir leben in Polaritäten. Das ist ein Lebensprinzip. Und Gruppen wollen das eigentlich auch. Also wenn eine Gruppe anfängt, sich zu entwickeln, merkt man das normalerweise daran, dass unter dem Teppich der Organisation sich Pole aufbauen. Irgendwelche Gegenstimmen zum Mainstream laut werden. Erstmal im Kaffeegespräch. Wo wir sagen, super, yes, da ist die nächste Energie zu sagen, komm, der nächste Schritt steht an, wir müssen was tun. Der sogenannte Mainstream sagt normalerweise, Ruhe im Karton, wir sagen, wo es angeht. Dann sagt der Teil, oh Mann, wenn ich jetzt rausgehe und mich da wage und den Mut habe, was zu sagen, dann werde ich gekündigt, dann habe ich soziale Nachteile, da. Also eine Rolle taucht hier auf und sagt, ah, ich habe Angst vor der Macht, ich bin eigentlich ohnmächtig, ich kann nichts tun. So, und dann müssen wir eigentlich darüber sprechen. Wie kommt das eigentlich, dass einer Angst hat, zu sagen, wo die Verbesserungspotenziale liegen? Soweit nachvollziehbar? Und das Problem ist, dass in den wenigsten Unternehmen dieses Bewusstsein dafür da ist, dass Entwicklung über Pole oder Polarisierungen sich anbahnt und b, wenn Polarisierungen da sind, Leute erstmal Angst haben davor. Oh Gott, Herr Fuchs, was passiert denn, wenn wir denen das sagen lassen? Sag ich, was soll denn passieren? Ja, wissen wir nicht. Ja, genau. Ich auch nicht. Aber lass es doch einfach mal. Der hat doch nur eine gute Idee. Mehr nicht. Ja, aber dann sieht das so aus, als würden wir nicht mehr in Führung sein. Dann hätten wir keine Ahnung vom Geschäft. Und wenn das so wäre, was wäre so schlimm daran? Ja! Also viele haben einfach Angst, diesen Status, den sie haben, dann zu verlieren. Weil jemand anders andere Sicht hat, die vielleicht sogar berechtigter ist. Die vielleicht sogar besser ist. Und was dann unser Job ist, ist den Leuten, die in dem Sinne hohen Rang haben, Unterstützung zu geben, dass sie den hohen Rang behalten, auch wenn jemand anders ihnen gerade mal den Rang abläuft, in Anführungszeichen. Und das Konzept dahinter ist, dass diese Rollen, also auch der Leader und der Follower, sind auch Rollen, polare Rollen im System, die gehören, und jetzt wird es ein Gedankensprung, ich hoffe, ihr könnt ihr mitmachen, das ist nämlich geil, wenn ihr den schafft, die gehören in die Gruppe rein. Das heißt, diese Speaker-Funktion, die ich gerade habe, gehört eigentlich in die Gruppe rein. Und im Prinzip müsste es so sein, dass überall Leute sitzen, die eigentlich auch was sagen wollen. Dann wäre es eine Gruppenprozessfunktion, also eine Gruppenfunktion. Im Moment ist sie quasi limitiert auf eine Person. Ich bin derjenige, der diese Rolle gerade innehat. Aber vom normalen Prozess her würde die Speaker-Rolle wandern. Das macht sie nachher ja auch, so ist es gebaut. Was die Leader häufig eben befürchten, wenn sie mal ihre Lead-Macht-Rang-Situation aufgeben und der andere, dieser Auszubildende, auf einmal in Lead ist und sagt, wisst ihr was, ich bin Nerd, ich weiß, wie Web 2 funktioniert, ich kenne die Social Communities, ich kann euren Laden echt einheißen, das glaubt ihr nicht, und das funktioniert auch noch, dass sie dann blöd dastehen. Das ist das Hauptproblem. Wenn man dann mit diesen Menschen arbeiten kann und sagen kann, hey, da passiert euch nichts, im Gegenteil, ihr gewinnt an Ansehen, wenn ihr diesen Menschen das machen lasst, weil ihr es entschieden habt, dass es möglich ist. Beruhigt sich das Feld normalerweise. Hoffentlich. Und dann kann die Lead-Funktion wandern und dieser junge Mann kann in Lead gehen für das Thema Web 2, Teil des Unternehmensaufbau, bla bla bla. Wenn er das dann gemacht hat, wird er seine Mitstreiter haben und da wird das Lead-Funktion im Idealfall auch wandern. Also mal ist er derjenige, er kennt sich toll aus mit Facebook, der andere ist eben Twitter-Experte. Und dann ist die Lead-Funktion immer woanders, je nachdem, welches Thema gerade da ist. Ist das nachvollziehbar? Und wenn man es jetzt radikal formuliert, dann ist es eine gewisse Gewaltanwendung auf eine Person, wenn ich sage, wie heißt du? Nick, du bist jetzt Tag und Nacht, das ganze Jahr Chef. Ja, kann ich mir vorstellen. Du bist immer in Lead. So, das ist eigentlich aus unserer Sicht eine Gewaltanwendung auf eine Person, weil der es auch noch glaubt. Er glaubt, er müsste jetzt das ganze Jahr von morgens bis abends, Tag und Nacht im Lead sein. Und das hält ja kein Mensch aus. Das geht ja gar nicht. Gerade in heutigen Zeiten nicht, wo so viele New Leaders, Young Leaders, Whatever Leaders da auf der Welt unterwegs sind. Das geht nicht. Und dieses Modell oder diese Idee bietet eben auch eine innere Haltung an, die sagen kann, ja, ich finde das gut, wenn ich als Leader einer Gruppe merke, dass die Lead-Funktion woanders auftaucht. Jemand anders in Lead geht. Danke, super. Jemand anders in Lead geht. Finde ich super, wenn das so ist. Das befreit den Menschen, der diese Führungsposition in der Organisation hat. Und es tut der Gruppe gut, weil die Initiativkräfte rein können.
Die Initiativkräfte dürfen sein, dürfen in Lead gehen, dürfen was machen, müssen halt nur in Absprache mit dem Chef, so zum Beispiel Thema wie Geschäftsplan oder Budget, das muss man schon absprechen. Ne? Also ganz ohne Lead von oben im Sinne der Konsensrealität, was kostet es denn, geht es dann auch nicht. Soweit nachvollziehbar? Okay, und das gilt für alle Rollen, die irgendwo auftauchen. Die gehören alle in die Gruppe rein. Und wenn ich nach Hause gehe und habe dann teilweise noch so einen Prozess im Hintergrund laufen, dann denke ich, was war das nochmal für ein komischer Kommentar, verstehe ich nicht. Dann habe ich quasi eine Rolle mitgenommen. Und dann muss ich auch wieder gucken, dass ich die Rolle wieder zurückschicke ins Team und sage, das ist eure Rolle, das ist eure Fragestellung, euer Problem, nicht meine. Ist wichtig. Was manchmal passiert, das ist dann quasi ein Glücksfall, wenn das geschieht, man fängt so ganz allgemein an, über ein Thema zu reden und auf einmal wird es sehr persönlich. Auf einmal steht der Holger sagen so, was ich immer schon mal sagen wollte. Und dann traut er sich und sagt das auch noch. Dann wäre es fatal zu sagen, hey Holger, du hast gerade nur eine Rolle. Das geht nicht. Ja, also in dem Moment, wo ich in meinem Bewusstsein ganz ich selber bin und voll mit meinen Emotionen geladen Mut habe, ja, dann bin das ich. Ganz klar. Da kann ich nicht als Außenstehender hingehen und sagen, danke, dass du die Rolle des unterschwellig Aggressiven gespielt hast. Also da müsst ihr, wenn ihr sowas einbringen wollt, irgendwo bitte aufpassen mit diesem Rollenkonzept. In dem Moment, wo Leute von sich als Menschen, Personen reden, ist das nicht als Rolle zu verstehen. Da kann man sagen, hey, wow, danke für diese persönliche Mitteilung. Super. Es hat mal echt nochmal ein Feld aufgemacht, Aspekt reingebracht, den wir vorher nicht gesehen haben. Super. Und du bist gefeuert. Das wäre dann das Negativszenario. Ja? Weiß man vorher nicht. Ja, ist so. Aber der Witz ist, dass manchmal Leute sagen, die dann gefeuert werden, weil sie den Mund aufgemacht haben, dann wissen der Fuchs, eigentlich wollte ich schon seit Jahren gehen, ich habe es noch nicht gemacht. Und jetzt habe ich auch endlich einen Grund gehabt zu sagen, mit denen, ich sag's mal nicht, arbeite ich nicht weiter. Wer mich so blöd anmacht, hat es nicht verdient, dass ich da arbeite. Also oft so, dass Kündigungen eigentlich auf dieser Emergenz-Ebene unterschwellig schon seit langem vorbereitet sind. Die kommen selten einfach so. Es sei denn, es gibt betriebliche Gründe, Umsatzeinbruch 2009, da wurde viel passiert, ist viel passiert, so kann man nichts machen. Okay, jetzt wieder einen kleinen Brückenschlag auch zu Katja von vorhin. Das Prinzip mit den Polarisierungen ist, wenn Polarisierungen nicht in Bewegung kommen, also nicht in Fluss kommen, von sich aus, dann verhärten sie. Das heißt, wenn Dominik das Gegenteil von mir behauptet und ich sage die ganze Zeit, Dominik, ich sage dir jetzt, wie ich das sehe und meine Sicht ist richtig. Und er sagt dann, und ich, Holger, sag dir jetzt, wie ich das sehe und meine Sicht ist richtig. Also, ja, was bildest du dir eigentlich ein? Ich bin hier der Speaker. Ja und, was bildest du dir eigentlich ein? Mir gehört der Heimathafen, du. Ja, da kann man das wunderbar eskalieren, bis dann am Ende ich sage, oh, du Scheißladen, das stimmt sich nicht. Und er sagt, so einen blöden Speaker haben wir noch nie gehabt. Das ist das typische Eskalationspotenzial, was Polarisierungen haben. Und davor haben alle Angst. Deswegen polarisieren wir nicht in Deutschland. Obwohl kulturhistorisch These, Antithese, Synthese. Das ist eine ganz alte Kultur. Im Mittelalter war das absolut die Höhe der Philosophie des Diskurses. These, Antithese, Synthese. Aber wenn es dann hier passiert, auch noch emotional, haben wir alle Angst davor. Verständlicherweise, weil es kann zum Rauswurf führen, wenn es eskaliert. Und jetzt ist die Frage, was kann ich tun? Würdest du dich kurz mal dahinstellen, bitte? Ungern, aber gut. Okay, danke. Wenn es mir gelingt, bei dem, was er mir sagen will, zu verstehen, was seine Essenz ist, also was ist das wirklich Wesentliche dessen, was er mir sagen möchte, und ich dann in der Lage bin zu sagen, pass auf Dominik, wenn ich dich richtig verstanden habe, wolltest du mir Folgendes sagen, nämlich, dass der Heimathafen der beste Ort der Welt ist, ein richtig cooler Ort, den du mit Schweiß und Blut und Schulden aufgebaut hast, wo du mit deinem Kumpel echte Risiken eingegangen bist und du dir nicht erlauben kannst, dass irgendein Depp hier vorne steht und einen komischen Kram von sich gibt. Ist das richtig? Ja. Genau. Dann passiert nämlich im System Folgendes. Ich habe jetzt seine Position eingenommen. Das heißt, er ist in seinem Wesentlichen, was er sagen wollte, verstanden worden. Er ist jetzt frei von der Position. Und dann passiert im Idealfall genau das. Aber Holger, du hast mich doch Dominik, du hast mich ja eingeladen, dass ich ein Thema bringe, ungefiltert und nicht zensiert von oben, sondern einfach nur für die Bedeutung des Themas. Deshalb muss ich das jetzt sagen, auch wenn es dir gut tut. Ja, okay. Ist zu hart für mich so zu hören, aber hast recht. Ja.
Und wir nennen den Bereich, wo Eskalationen anfangen, so eine Art Hotspot oder eine heiße Phase, die sofort deeskaliert wird, wenn einer im Raum ist, der es schafft, in die Füße der einen Person reinzukommen und, das ist dann mein Job eben als Facilitator, danach in die Füße des anderen reinzukommen und beiden dieses Gefühl zu geben, hey, ich bin nicht allein. Sondern im Englischen heißt es Compassion, das ist diese, auf Deutsch, was ist Compassion? Ja, das ist Empathie, das ist wieder so ein, Compassion ist was anderes, das hat sowas, so eine herzliche Freundschaft, ich bin bei dir. I'm on your side, würde man sagen, ich bin auf deiner Seite. Und wenn das gelingt, wenn das wirklich, wenn das von meiner Seite aus echt ist und nicht nur, ich habe beim Holger gelernt, man muss da irgendwie was machen, sondern das wirklich mein Interesse auch ist, da auf seiner Seite zu sein, dann fühlt er sich nicht mehr allein. Und in Eskalationen, wenn ich dann allein da stehe und die Gruppe auch noch zum Machthaber rüberwandert und dann stehe ich alleine gegen 50, naja, scheiße, hätte ich mal lieber nichts gesagt. In dem Moment, wo dann einer da ist und sagt, hey, super, dass du das gemacht hast, ich habe verstanden, sehr mutig hier in diesem Kontext, danke, super geil. Wenn ich in ihrer Stelle wäre, würde ich das mal anerkennen. Mal Applaus für den jungen Mann. Kann man anfangen, dieses System zu bewegen. Und diese Möglichkeit, wenn ihr merkt, in einem Meeting oder in einer Beziehung, sehr schöner Ort für Eskalation oder Polarisierung, meine Frau und ich, oh, die sind sehr polar in der Struktur, als Menschen schon und dann unterschiedliche Ansichten, das polarisiert sehr, sehr gerne. Wenn es gelingt, auf der Seite des anderen zu kommen, deeskaliert es sofort. Das ist eine gewisse Schule, die man da vielleicht durchlaufen kann oder will oder muss, um das gut zu machen. Egal wie gut es gemacht ist, wenn es in dem Sinne von Herzen kommt, hilft es normalerweise schon. Könnt ihr in jedem Team damit arbeiten. So, das war's. Und die Grundidee hinter der Deep Democracy ist auch, hey, das finde ich so toll hier, hier ist der Raum ist voller Vielfalt, im wahrsten Sinne des Wortes. In der räumlichen Struktur, in den Leuten, die hier sind, in dem Stil, mit dem sie hier sind. Super, ganz viele verschiedene Menschen da. Danke, Dominik, auch, dass das möglich war, jetzt den Talk hier bis hierhin zu machen. Kann ich dafür werden. Danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr mir bis hierhin gefolgt seid. Es kann sehr anstrengend sein, 25 Minuten lang nur zu hören. Das ist wirklich hart manchmal. Ich hoffe, es war interessant und bin jetzt gespannt auf Rückmeldungen, Fragen, eigene Dinge, die ihr einbringen wollt. Insofern geht jetzt die Speaker-Rolle von mir in die Gruppe und ich gehe in die hörende Rolle und stehe gerne Rede und Antwort, wenn noch was zu klären ist. Danke. World Work Community, ja. Was das ist, wie die organisiert ist. Es gibt, also erstmal vom Ursprung her, es ist Arnold Mendel und Marc Schuppach, das sind so zwei Leading Persons in dem System. Die ist momentan beheimatet in Portland primär, aber auch in Zürich und in vielen anderen Ländern auf der Welt mittlerweile. Und es gibt da zwei, drei Stränge eigentlich. Einer nennt sich DDI, also Deep Democracy Institute, und einer ist so Prozessarbeitsinstitut orientiert. Und es ist dann eine Community von Leuten, die sagen, wir finden diese Grundidee, finden wir gut, den Spirit finden wir gut, die Haltung finden wir gut, das Handwerk finden wir gut und wir möchten gerne besser werden darin, in spannungsgeladenen Feldern, in Feldern, die wirklich schwierig geworden sind, da einen Beitrag zu leisten, dass dieser eigentlich sich entwickelnde, fließende Prozess, der nicht mehr weitergeht, weil Leute sagen, ich mache das nicht mit, dass der wieder fließen kann. Und wenn du da Kontaktpunkte suchst, kannst du das gerne über mich auch bekommen. Warst du mal bei den Aborigines oder woher hast du dieses Gefühl da? Also ich war mal dort, das war aber eine organisierte Geschichte, also ein Gama hieß das damals. Das war so eine, da wurden Weiße mit eingeladen an den öffentlichen Zeremonien von Aborigines teilzunehmen. Ich habe auch eine Zeit in Didgeridoo gespielt, also 5 Jahre lang. Da habe ich dann viel befasst mit den Aborigines und wie die so leben und was so die Mentalitäten sind. Und als dann die Frage irgendwann für mich gelöst war, was ist eigentlich mein Beruf, weil ich habe viele verschiedene Sachen gemacht, die alle nicht zusammengepasst haben. Und dann kam auf einmal Facilitation. Und ich dachte, da passt ja alles rein.
alles, was ich kenne, passt da rein. Geil. Also ich bin eigentlich Facilitator, alles klar. Dankeschön. Da kamen diese ganzen alten Sachen, die ich von woanders her schon kannte, kamen wieder rein. Und ich dachte, ey super, das ist ein Werkzeug. Das ist nicht nur spirituelle Spinnerei, sondern es ist ein Werkzeug für Organisationsentwicklung. Wow, habe ich noch nicht so gesehen. Ja. Du hast eben bei den Rollen erzählt, von so Gesprächen, die irgendwie beim Mittagessen oder so stattfinden können, von den Leuten, die gewisse Rollen nicht verstehen möchten oder irgendwie an denen rummotzen. Sei es mal, dass es okay ist oder nicht. Was würdest du mit deiner Erfahrung sagen, was macht man am besten mit den Ergebnissen, die dabei so rumkommen? Weil irgendwann ist es Mittagessen vorbei, dann geht der Alltag wieder weiter, dann gehen die meisten schon weg. Und trotzdem kommen sie oft immer wieder hoch. Genau, weil sie im ganzen System die Fragen herausfinden. Genau. Und wenn die Leute, die dann aber Mittagessen reden, erkennen, dass sie gar nicht richtig an dem System irgendwo anknüpfen können, dass das also immer beim Mittagessen bleiben wird, was macht man denn damit? Also das eine ist... Jetzt bitte die Frage wieder. Achso, also die Frage war jetzt, was kann ich machen, wenn diese Mittagessensgespräche auftauchen, aber quasi in keine Lösung, keinen Handlungsansatz reinkommen, weil ich im System nicht andocken kann. Und ein Punkt, erstmal zu sagen, eine innere Haltung zu kriegen, erstmal zu sagen, hey, wie geil, dass diese Gespräche stattfinden überhaupt. Weil das heißt, dass das System arbeitet. Also der Prozess ist schon im Gang. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis entweder Leute es hören und sagen, wir hören, da ist was los, oder bis der Druck so hoch wird, dass es anfängt, weh zu tun. Das wäre sehr schade. Um dem vorzubeugen, müsste man gucken, da kann man wieder die Ideen von Katja gut mit reinnehmen. Also, worum geht es euch denn wirklich? Also was ist der Punkt im Wesentlichen? Die Geschichte, die Dramen, die schrecklichen Erlebnisse, alles richtig. Aber worum geht es dir wirklich? Was möchtest du verändern? Was sollte anders sein? Wo siehst du einen Punkt, der nicht in Ordnung ist? Erstmal rauskriegen und dann sagen, okay, hast du eine Idee davon, wie in deinem Unternehmen, hier in unserem Unternehmen, an wem du das ranbringen kannst? Wer ist dafür verantwortlich, dass so ein Thema gelöst wird? Gibt es da schon Leute, die sowas schon mal gemacht haben? Also den Leuten einfach helfen zu sagen, es gibt bestimmt Wege, wir müssen nur mal gucken, welche es gibt. Und wenn er dann auf den Punkt kommt zu sagen, es gibt nichts, wir sind in einem Unternehmen, da muss man das Maul halten und mal lochen, alles andere, scheißegal. Dann kann man auch sagen, du, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, bist guter Mann, dann kündige doch einfach. Nee, im Leben nicht, wie soll ich meine Familie ernähren? Ah, das heißt, du hast ein Existenzproblem, wenn du hier rausgehst und erleidest das, hältst das aus, weil du deine Familie ernähren möchtest. Das ist erstmal anerkennenswert, so ein Durchhaltevermögen zu haben. Komm, lass uns mal gemeinsam gucken, wen können wir ansprechen im Unternehmen? An wen müssen wir ran? Ist das nachvollziehbar, was ich meine? Was ist das Wesentliche? Die Geschichte ist nicht so interessant. Die Geschichte ist nur ein Einflugstor, um das Essentielle rauszukriegen. Und wenn das dann klar ist, dann kann man normalerweise auch im System damit arbeiten. Ja. Okay. Will die Speaker-Rolle noch woanders hin? Okay. Gut. Dann? Vielen Dank. Danke sehr.